Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Okami in der HD-Version. Wir sind im letzten Part hier ins Dorf Kusa gelaufen und wie man sehen kann, wir können hier keine göttliche Tinte benutzen, geschweige denn sonstige Kräfte. Wir sind hier machtlos, weil hier irgendwie ein Fluch oder irgendetwas hier auf diesem Dorf lastet. Und wir wollen einfach mal schauen, was jetzt hier abgeht. Es ist gerade Nacht geworden. Ja, seht ihr, jetzt sind wir ein ganz normaler Wolf. Wuff, wuff. Sie guckt da so hin. Was ist da? Ach, das ist wahrscheinlich hier die Vasen, die sie anschaut, oder? Ja. Okay, wir schauen uns hier jetzt ein bisschen um. Wir hatten schon mit Susano und dem Bambus-Typen geredet. Ah, das ist das Mädchen mit den Blumen. Die Blumen hier waren so schön, aber jetzt sieht es aus, als wäre es mit totem Gras gefüllt. Aber ich gieße sie jeden Tag. Ich muss sie wieder zum Blühen bringen. Genau, und das war die andere Frau, die uns jetzt... Ah, da war was zu essen. Egal. Die erzählt hatte, dass hier der Tempelwächter irgendwie gestorben ist. Und seitdem ein Geist oder ein Monster dort haust. Also wir schauen uns hier einfach mal um. Da saß da gerade ein Bär vor der Tür? Ich habe das nicht so genau gesehen. Hi. Frau Pflaume. Was nun? Ein Wolf? Ein weiterer nicht zahlender Kunde? Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Der Typ, der neulich kam, ist die totale Katastrophe. Ich ließ ihn rein, weil er behauptete, er sei ein Nachfahre von Nagi. Aber er ist gar kein Monstertöter. Er schläft den ganzen Tag im Wald. Und dann noch der Krawall, den er nachts macht. Einfach so rumzuschreien. Vielleicht kannst du versuchen, ihn für mich zu verjagen. Immer ansehen. Diese Statue sieht aus wie dieser schläfrige Bär. Eigentlich sieht das Gesicht sogar noch mehr nach einem Bären aus als beim echten. Das stimmt. Oh, ein... Oh Gott, wie heißen die Dinger? Ein Doki? Dojo? Dajo? Ich weiß es nicht mehr. Ich wusste es mal, aber ich bin ein ungebildeter Mensch. Deswegen kann ich euch nicht mehr sagen, wie diese Figuren heißen. Ich finde sie auf jeden Fall sehr gruselig. Ich mag dieses Haus. Dieses Haus ist schön. Haruka. Uah! Du musst erst anklopfen. Kannst du nicht warten, bis ich fertig bin? Entschuldigung. Oh, man kann hier die Türen einreißen. Das... Nein, nicht das. Bei den Göttern, ich schwöre. Du wirst niemals... Ich wette, er hat einen Albtraum, in dem er von Monstern verprügelt wird. Er scheint ja ganz außer sich zu sein. Es wäre ja ganz lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Bla. Der wacht nicht auf. Ich möchte ihn wirklich aufwecken und fragen, wovon er träumt. Alles kaputt prügeln hier, überall reingehen. Ups, ich wollte... Aber da kommt kein Geld raus. Ah, okay. Ja, wir sind auch mitten in der Nacht natürlich wieder... Achso, hier geht es raus. Wir sind natürlich wieder mitten in der Nacht hier. Und wir können halt auch den Tag nicht herbeirufen, weil einfach... Oh, ist das süß. Oh. Weil halt unser Pinsel nicht funktioniert. Das ist voll doof. So, wir gehen weiter. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wo wir anfangen wollen. Ob wir hier jetzt was machen? Oder ob wir dem Bambus-Typen helfen? Weil der sagte ja, dass er keinen Bambus mehr hat. Weil auf dem Feld so und so, ich habe den Namen mal wieder vergessen, sind halt irgendwelche Typen, die ihn daran hindern, halt seinen Bambus zu kriegen. Ob wir da halt mal schauen.
Die Leute beten zu diesen kleinen Dingern für eine sichere Reise. Sieh dir nur all das Moos an. Die müssen ja schon seit Ewigkeiten hier stehen. Da kann man auch rüber. Was ist das? Hm? Ach, herrje. Ach, herrje. Ach, da kommen wir noch nicht rauf. Okay. Weil, wie gesagt, wir haben immer noch keine Pinselstärke. Wir sind ein stinknormaler Wolf. Außer natürlich, dass wir Walljumpen können. Oh, fast ins Wasser gefallen, hier in den Brunnen. Oh, hallo. Fusehime. Oh, das ist aber Pech. Ich wurde besessen, als ich für einen kurzen Moment in meiner Wachsamkeit nachließ. Und ich hatte mich so bemüht, das Dorf zu beschützen. Und jetzt soll es zu einer schrecklichen, verfluchten Zone werden. Aber leider, meine Kraft, sie schwindet. Alles ist verloren. Ich werde dir helfen. Wer bist du? Ist das ein Named? Nein, ein neuer Gegner. Er kann fliegen. Aber ich kann noch gar nicht kämpfen! Ich bin noch nur ein ganz normaler Wolf. Das ist ja unfair. Müssen wir das halt eben so machen. Oh! Aber selbst als normaler Wolf sind wir ziemlich böse. Nein, wir haben Klauen und Zähne. Und einen Dickkopf. Immer drauf, immer feste drauf. Emmy! Sehr gut. Wir haben zu viel Zeit verbraten. Oh! Yay! Guckt euch das an, wir sind wieder hübsch. Ha? Bin ich von dem bösen Fluch befreit worden? Du hast mich gerettet, aber ich weiß nicht wie. Was verdammt nochmal ist passiert, euer Süßheit? Seid ihr mit meiner Familie, dem Haus Satomi, vertraut? Nein, ich kann sehen, dass ihr es nicht seid. Aber trotzdem könnt ihr mir einen großen Dienst erweisen. Wollt ihr euch anhören, was ich zu sagen habe? Sprecht weiter, hübsche Dame. Isun, hört zu. Oh, danke dir. Ich bin Fusehime, Priesterin des Windschreins. Und du hast Katzenohren. Priesterin Fusehime. Der Windschrein steht oben auf dem Kamichi-Berg. Katsugami, der Gott des Windes, wird hier verehrt. Der Wind, der von dort weht, hält die Monster von hier fern. Bekannt als göttlicher Wind, ist er unser verehrter Beschützer. Aber eines Tages hat er aufgehört zu wehen. Und das hat den Monstern ermöglicht, sich in unser Dorf zu schleichen. Sogar ich, die letzte verbleibende Priesterin hier, wurde beinahe erschlagen. Dieses schreckliche Monster steckt hinter all dem. Es wird Tag. Guten Morgen. Und wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet, und zwar Teufelsexorzismus. Wollt ihr den Rest meiner Geschichte hören? Es gibt nur eine Erklärung dafür, warum der göttliche Wind aufgehört hat. Es ist dieses schreckliche Monster, Rothelm. Diese Bestie lebt nun im Windschrein. Die Monster in diesem Gebiet stehen alle unter der Kontrolle von Rothelm. Seitdem dieser in der Taka-Ebene vor 100 Jahren erschien. Meine Familie, das Haus Satomi, Bewahrer des Windschreins, bekämpft diese Bestie und sein Gefolge schon seit damals. Aber letztes Jahr griffen die Teufel an und töteten den Oberpriester, als dieser durch eine Krankheit geschwächt war. Und so fiel der Windschrein in ihre Hände. Ich kann mich erinnern, das schon mal gehört zu haben. Das war eine große Geschichte hier in der Gegend.
Wenn ich nur Rotheim bezwingen und den Windschrein befreien könnte. Aber ich kann nicht die Sperre des Bösen überwinden, die jeden daran hindert, den Schrein zu betreten. Es gibt jetzt nur noch eine Hoffnung. Nur die Krieger, die dem Haus Satomi dienen, können diesen Fehler richten. Unsere einzige Hoffnung, Rotheim zu besiegen, sind die Satomi-Hundekrieger. Die Satomi-Hundekrieger haben den Schrein beschützt und dem Haus Satomi seit Ewigkeiten gedient, aber leider sind sie jetzt über ganz Nippon verstreut. Wenn wir sie wieder vereinen könnten, dann könnten sie die Sperre durchbrechen und den Schrein zurückerobern. Wirklich? Warum rufst du dann diese Hündchen nicht her? Ich habe es bereits probiert. Aber ich habe bis jetzt noch kein Wort von ihnen, von ihrer Ankunft gehört. Ich spüre ihre Anwesenheit in der Nähe, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Was, wenn sie angegriffen und verletzt worden sind? Oder noch Schlimmeres? Ich bitte dich, könntest du bitte ihre Aufenthaltsorte aufspüren? Das könnte dir nützlich sein. Oh. Ich kriege ein Amulett oder sowas? Erhalten! Hundesucher! Ich spüre 5 der Satomi-Hundekrieger hier in diesem Dorf. Sie sind ein temperamentvoller Haufen und Fremden gegenüber nicht sehr aufgeschlossen. Aber sie sollten zu mir zurückkehren, sobald sie den Hundesucher sehen. Der Hundesucher wird euch in ihre Nähe bringen. Nutze ihn zusammen mit deiner Stärke, um sie zu finden. Überlasst es nur uns, eure Süßheit. Wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, wie sie uns dankt, Emmy. Hehehe. Okay. Jetzt haben wir sowas wie so ein Detektor. Oder sowas. Ich will mich aber weiter erstmal umschauen. Da geht's noch weiter. Da will ich rein. Aber hier ist nix. Nix. Doch, wir können... Oh, wir können alles kaputt machen. Sehr gut. Alles kaputt machen. Alles mitnehmen. Ups. So, hier alles mitnehmen. Perfekt. Okay, und wieder raus. Dann suchen wir mal diese 5 Hundekrieger oder was auch immer das sind. So, wir haben jetzt hier diesen Detektor. Piept der schneller, wenn ich in die Nähe komme? Hier bockt es. Sind hier Hühner? Bock, 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 bock. Ja, füttern. Nom, 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 nom. Aber das kennen wir auch schon mit den Hühnchen. Aber wir haben sie glücklich gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Perfekt. Und weiter. Es piept schneller. Unter uns? Über uns? Ach so, ja, ich habe ja wieder Pinsel. Falscher Pinsel. Das war kameratechnisch jetzt natürlich total daneben. Wir springen da mal rauf und schauen, was hier zu holen ist. Hier ist aber nichts. Oh Gott! Hier piept es aber. Da oben? Da drüben? Hier haben wir immer noch das Dingsbumsblatt. Ah! Was ist das? Sind das Waschbären? Oh mein Gott! Was essen die? Ich will sie füttern. Essen die Fisch? Ja! Oh mein Gott, wie süß! Waschbären oder Marder oder sowas. Oh, ist das geil.
Ah, oh, wie süß! Haha, richtig cool. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. Sehr schön. Wieder ein paar Tierchen, neue Tierchen vor allen Dingen glücklich gemacht. So, ja, guck mal, wie sie laufen. Ach, das ist so süß. Okay, hier ist was. Wir sprengen es auf. Boom. Hier ist jemand. Hi. Was macht denn ein Hund hier? Hm? Ich glaube, er versucht uns etwas zu sagen. Lass mich mal genau hinhören. Ich kann einige Tiere verstehen. Er wedelt mit seinem Schwanz. Ich wette, das ist wegen dem Hundesucher, den du da hast. Hm, was ist das? Gib mir was zu essen, ich bin hungrig. Meine Güte, wir haben ihn gerade erst getroffen und er bettelt schon um Nahrung. Was für schlechte Manieren. Aber was will er denn haben? Oh, 999 Yen. Ich glaube, das ist das meiste, was wir an Geld tragen können. Nee, 99.999 Yen, so rum. Gib mir was zu essen, ich bin hungrig. Meine Güte, wir haben ihn schon getroffen. Aber, was kann ich ihm geben? Sachen. Fleisch? Ja, okay. Noch jemanden glücklich gemacht. Wow. Okay. Wenn das so einfach ist, ist ja super. So, bist du jetzt glücklich? Können wir jetzt anständig miteinander reden? Ich bin satt. Meine Herrin Fusihime hat mich gerufen. Trotzdem wollte ich nicht direkt nach Hause gehen. Hast du das gehört, Emmy? Das bedeutet, dieser Hund ist einer von den Satomi-Hundekriegern. Hundekrieger Ray. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Emmy? Renn, mein Freund, renn. Die Art, wie Fusihime von ihnen gesprochen hatte, ließ mich glauben, sie wären Menschen. Glaubst du, diese Flohsäcke können irgendwie helfen? Naja, wir sind selber nur ein Wolf. Wer weiß, was das für Hunde sind. Vielleicht sind das ja auch irgendwelche Gottheiten oder Priester oder weiß der Deibel was. Wir werden es später herausfinden. Oh! Guckt euch das an, die sind so süß. Oh Gott. Das ist einfach zu niedlich. So, wir gucken mal weiter. Da ist Dingsbums. Oh, ich kann ihr die Blümchen wieder schön machen. Ja, ist doch gut. Nee. Natürlich nicht so. Sehr gut. Auch nicht so. Wieso kann ich das denn nicht? Was ist da los? Bin ich irgendwie wieder zu blöd oder was? Ich kann halt tatsächlich gerade nicht dieses Blumenbeet zum Sprießen bringen. Doch jetzt. Nee. Was ist denn da los? Ah, jetzt. Wieder zu viele Pixel zu weit nach rechts oder links oder oben oder unten. Ah. Hi. Was macht denn ein Hund hier? Und er wedelt auch mit seinem Schwanz. Das muss wegen dem Hundesucher sein, den du da hast. Hm? Was ist das?
Gib mir was zu essen, ich bin hungrig. Meine Güte, warum denken diese Flohsäcke, dass wir sie füttern würden? Ich habe halt kein Fleisch mehr. Ich rede mal mit dem Mädchen. Sie blühen! Sie blühen! Die Blumen blühen wieder! Weißt du, ich gab ihnen jeden Tag Wasser. Ich werde sie auch weiterhin gießen. Solange, wie sie es brauchen. Oh, sie ist happy. Ach, das ist schön. Hier gab es doch irgendwo einen Händler. Ich habe so viel Yen. Kann ich nicht Fleisch kaufen? Das Schicksal meint es nicht gut mit mir. Ich hatte gehofft, hier ein bisschen Handel am Windschrein treiben zu können. Aber der Schrein ist von einem Monster übernommen worden und überall herrscht Panik. Nun gut, ich schätze, ich muss jetzt einfach das Beste daraus machen. Bist du hierher geschickt worden, um für deinen Herren einzukaufen? Einkaufen? Ja. Wir gucken mal, vielleicht hat er was. Endlose Gerechtigkeit. Spiegel mit dem Loch der Unendlichkeit. Richtet das Böse. Windrad. Souvenir der berühmten Windmühle im Dorf Kusa. Goldstaub, Futtersack Samen, Futtersack Fleisch. Ich nehme mal 3 mit. Exorzisten. Ist das eine Waffe? 50.000. Wollen wir das mitnehmen? Ich nehme das einfach mal mit, ja. Ausverkauft, okay. Was ist denn das? War das eine Waffe? Spiegel mit dem Loch der Unendlichkeit richtet das Böse. Tintenkugelkraft. Nebenwaffe, Schnellangriffe. Konnte man die nicht auch irgendwie skillen? Pinseltechniken. Tierlisten. Genau, wir haben das neue. Oh, Hund! Dieser fleischliebende Tiere zeigen große Loyalität. Waschbären. Diese reizenden Tiere fressen Fleisch und Fisch. Diese Fleischfresser haben große Zähne und Klauen. Tiger. Ah. Logbuch. Journal. Tiere hassendes Ehepaar. Hundekrieger. Ja, genau. Das machen wir ja gerade. Bestiarium haben wir. Blauer Teufel. Sie sind einzigartig unter ihresgleichen. Sie zeichnet ein ausgeprägter Hang zum Fliegen durch die Luft aus. Sie halten sich dabei an Drachen fest. Während sie Beleidigungen und böse Wörter von dort oben ausstoßen, schweben sie drohend über den Köpfen. Ihre aggressive Natur wird nur noch von ihrer Verschlagenheit übertroffen. Es gibt viele Geschichten über Abstürze von ihnen aufgrund von starken Windstößen. Wow, okay. Ich habe jetzt Fleisch gekauft. Gehen wir jetzt einmal zurück. Und geben ihm was. Ne, nicht Ausrüstung, Sachen. So, der nächste, der happy ist. Ich bin satt. Hundekrieger Shin. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Emmy? Sind diese Typen noch zu fassen? Nein. So. Wo ist denn der nächste? Da unten? Ich weiß gerade gar nicht, wo wir überhaupt sind. Er sagte doch hier in... Nee, sie sagte doch hier in dem Dorf Kusa.
Oh, man kann hier runterschauen. Guck mal, das ist doch da. Da vorne ist doch das Dorf mit den. Das komische Ehepaar, was uns essen will. Aber wo kann ich denn hier jetzt weiter nach Hunden suchen? Susano schläft da drüben. Schweine. Die füttern wir auch noch. Alles füttern, alles happy machen. Yeah. Aber es sollten doch hier im Dorf 5 Stück sein. Ich habe bis jetzt aber nur 2 gefunden. Oder etwa unten. Wo war denn der Ober? Es wird schon wieder dunkel, ey. Ja. Hier, man kam hier doch runter. Hier sind noch Spatzen. Ah, hier drüben ist noch was. Wow, das ist aber ein ganz schön großer Bambus. Dieser Herr Bambus muss seine Arbeit wirklich lieben. Aber was soll ich damit machen? Schneiden? Ah, so sorry. Achso, Ramen. Ach, wie süß. Was macht denn ein Hund hier? Er wedelt auch mit seinem Schwanz. Das muss wegen dem Hundesucher sein, den du da hast. Hm? Was ist das? Gib mir was zu essen. Ich bin hungrig. Meine Güte. Warum denken diese Flohsäcke, dass wir sie füttern würden? Sachen. Und noch ein Hund glücklich gemacht. Geil. Wie viel Glück wir dadurch halt einfach erfahren, oder? Ich bin satt. Hundekrieger Chi. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückkehren. Hast du das gehört, Emmy? Nö, habe ich nicht. Sind diese Typen noch zu fassen? Wir gehen da mal rein. Wir gehen da mal rein. Wer braucht Bambussprössling? Knuspriges und leckeres Gemüse füllt den Magen ganz gut. Okay. Tja, da kann ich hier nichts machen. Weil das da so gedampft hat. Deswegen habe ich gedacht, man kann da was umschmeißen oder so. Ich will mal den anderen Spiegel ausprobieren, den wir gekauft haben. Oh mein Gott, ist der cool. Guck mal. Oh, ist das geil. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass man nur einen Spiegel hat. Oder eine Waffe halt, den wir am Anfang hatten. Diesen mit den Flammen. Ja, ja, es ist Nacht. Es ist schön. Haben wir gesehen. Aber man kriegt hier halt viel mehr Waffen. Und teilweise auch unterschiedliche. Und das ist voll cool. Wusste ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe auch nie so viel damals mit dem Spiel. Ich habe es halt verpasst. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe das Spiel halt einfach verpasst. Ich wollte es immer mal haben. Aber dann war halt auch schon die PlayStation 2-Generation war dann halt auch einfach durch. Und dann gab es das Spiel nicht mehr. Und dann war ich traurig, weil ich mag Wölfe. Und ich fand, das sah immer voll toll aus, das Spiel. Oh, 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 oh. Nicht runterfallen. So, hier kann man auch rein. Hi, wer bist du denn? Was macht denn ein Hund hier? Er wedelt auch mit seinem Schwänzchen. Das muss wegen dem Hundesucher sein, den du da hast. Was ist das?
Gib mir was zu essen. Ich bin hungrig. Meine Güte, warum denken diese Flohsäcke, dass wir sie füttern würden? Weil wir es tun. Skip. Oh, ich sehe gerade, wir sind schon voll in der Zeit drüber. Habe ich gut gemacht. Ich bin satt. Hundekrieger. Co. Jetzt, wo ich satt bin, werde ich zu meiner Herrin zurückgehen. Hast du das gehört, Emmy? Soll mal dasselbe, was er redet. Sind diese Typen noch zu fassen? Hey, Emmy! Wie viele von diesen Hundekriegern waren das jetzt? Vielleicht sollten wir mal mit Fusihime reden. Machen wir, aber erst im nächsten Part. Alter, dieser Spiegel ist voll cool, wie er sich halt außer... Oh, das sieht voll cool aus. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Part zu Fusihime laufen und mal fragen, was jetzt abgeht. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr weiterhin hier bei Okami in der HD-Version dabei seid, mir zuschaut, miträtselt, mitlacht, mitweint. Ich bin Whitey, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Knutsch, knutsch!